Yo, hallo zusammen, willkommen zurück zu Minecraft Rise. So, weiter geht's in meinem Hof. Es war Livestream und da habe ich das hier gebaut. Also ich habe Livestream gehabt, aber ich habe nicht so lange Rise gestreamt, weil wir da noch ein paar andere Spiele gespielt haben und da habe ich das hier gebaut. So. Und irgendwie habe ich gehört, der Fitzes hat erwähnt, dass seitdem dieses Fenster hier drin ist, die Endermänner mal da rauskommen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Müsste ich mal ausprobieren. Und ich habe hier endlich diese Lücke gestoppt, weil da ist man immer runtergefallen. So, ich würde sagen, diese Folge werden wir ein bisschen weiterbauen. Ich habe ja letztes Mal so andeuten lassen, dass dieses Projekt wahrscheinlich nicht zu Ende, aber dass nicht zu Ende geführt wird, aber wahrscheinlich auf YouTube langsam zu Ende kommt und vielleicht das eine oder andere mal gestreamt wird. Aber hier sind noch ein paar Sachen offen, die ich ganz gerne trotzdem noch fertig gemacht haben möchte. Und da fange ich direkt mal an. Und zwar zum einen dieser Altar, der sieht richtig scheiße aus und normalerweise... Oh, was ist das denn? Hallo? Da, guck mal. Wow, voll viele Enderperlen. Ah ja, genau, das wurde halb geopfert gerade. So, hier ist der Opferring. Geht der Opferring eigentlich nur an, wenn ich da bin, oder ist der mal an? Komisches Geräusch. Ja, also ich würde ganz gerne diese Blutfarm hier mal zu Ende bauen. Und normalerweise auch dieses... Ein Teil dieses Hauses, aber das ist wahrscheinlich für eine Folge dann wiederum nicht so interessant. Aber was lustig war im Livestream, ich habe hier dieses Kabel angehauen. Und das ist quasi die Verbindung zu den Spawnern. Und das heißt, dann sind direkt alle gespawnt. Aber das ist echt geil. Warte mal, wie viel sind das denn? Ein Bundled Cable. Project Red Transmission. Das ist eigentlich sehr, sehr cool. Eigentlich wollte ich hier drin noch die Spatial-Cells bauen, wo man quasi den ganzen Raum so einpacken kann auf eine Diskette. Hatte ich ja alles mal vorbereitet, mal ausprobiert. Aber ich würde sagen, wir ruckeln uns mal nach unten. Ich guck nochmal auf die Disketten. Oh, Alter, ist aber echt voll, ne? Also ist ja mal richtig voll. Das sind Gas-Storages. Hier müssten Fluid-Storages sein. Genau, da wird draußen der Tank nie voll werden. Aber die Dinger sind langsam voll. Echt Wahnsinn. Genau, da war das. So. Stimmt, für den Blut oder für das Blut brauche ich ein paar Tesseracks. Aber das mache ich dann weiter oben. Habe ich noch... Ah ne, das wird ja auch gespeichert, glaube ich. Ne? Ich denke immer so, auch wenn der Tank leer ist, dann habe ich zu wenig. Aber das läuft ja auch auf die Disketten aus. Oder in die Disketten rein. Also es läuft ja nicht drauf aus. Und für die Leute, die jetzt immer noch gefragt haben, so, was ist mit Craft-Attack? Gab ja auch richtig viele, die danach gefragt haben. Morgen kommt wahrscheinlich ein Teil, Craft-Attack. Und da solltet ihr auf jeden Fall mal einschalten, weil es geht dort auch um Nero. Weil ich sehe halt so viele Sachen mit, ja, mach doch mal Nero mit. Und der macht doch nicht mehr mit und mach du da mit. Und deswegen wollte ich da morgen mal Klarheit schaffen. Könnte ich zwar auch jetzt machen, aber so ist es viel besser. Na. So. Ich würde auch mal sagen, wir bauen jetzt erstmal hier diesen wunderschönen Tempel weiter. Dafür brauchen wir erstmal ein paar Stone Bricks. Alter, guckt euch das an. Da haben wir schon 13.000 von diesen... Ah, ne, warte mal, die brauche ich? Hä? Gib mal einen Bricks. 72 Millionen von den normalen Steinen. Okay, warte mal, wir haben 1.000 von denen. Über 1.000, besser gesagt. So. Ich hasse das immer, ne, wenn das sortiert wird nach Anzahl, dann springt es halt immer nach hinten, wenn es weniger wird. So, jetzt sind wir hier und jetzt kann ich hier bauen. Ich muss sagen, bei Dead Sheep haben wir ja auch hier diese Carpenter-Mod und jemand hat auch gefragt, wie heißt denn die Mod, die Carpenter-Mod? Also die mit den Carpenter-Blöcken und die heißt wirklich Carpenters. Glaube ich jedenfalls, ne? Ja, Carpenters-Blocks. Also wenn ihr die mal suchen solltet, einfach mal Carpenters-Blocks eingeben und dann habt es. Und ich hätte hier ganz gerne noch, deswegen hier wird wieder Technik und Magie kombiniert, so ein Bluthaus, wenn man so möchte. Keine Schlachterei, also wirklich ein Haus, wo Blut produziert wird, wo man im Grunde diese Motoren, Generatoren da anschalten kann. Und vielleicht auch noch einen kleinen Bluttank. Das wäre cool. Also man könnte natürlich auch Blut auf Disketten speichern, aber ich finde auch, dass ein bisschen Blut... Dass man das zumindest mal irgendwo hier sehen sollte. So, passt ja auf. Weißt du, ich dachte, ich mache mal eben hier die Dinger voll. Dass das hier 400.000 Blöcke sind, ja, wusste ich jetzt nicht, sorry. So, wir gehen jetzt hier mal durch. Guck mal, jetzt kann ich sogar doppelt machen. Jetzt mache ich hier. Ne, warte mal, kann ich nicht doppelt machen. Jetzt muss ich hier machen und da machen.
So, dann machen wir den nochmal eben kaputt. Die Frage kam auch im Livestream, warum ich denn so schnell mit meiner Hand kaputt kloppen kann. Das ist im Grunde dieses Teil hier. Die Traveler's Gloves mit Redstone drauf. Weil Redstone beschleunigt quasi Abbauarbeiten und das kann man auf diese Handschuhe machen. Und dann kann man mit der Hand alles kaputt kloppen. So. Jetzt haben wir den Kram gemacht. Dann könnte man hier noch was bauen. Und da muss ich mir noch überlegen. Oh ne, das war doof. Oh Mano. So, so ist gut. Weil man kann auf diesen Carpenter-Blöcken auch nochmal eine Schicht drüber machen, ganz dünn. Und das ist gerade passiert. So, dann haben wir das fertig. Eigentlich könnte ich mal im Schlafen gehen hier. Dann haben wir das drumherum auch ein bisschen heller. Und man könnte die Beacons einschaltbar machen. Kann man das machen? Das wäre echt geil, weil dann... Dieser Effekt nimmt natürlich auch ein bisschen Leistung weg. Und man bräuchte diese Beacons ja nur, wenn es halt akut werden würde. Ich nehme mal ganz kurz ein paar... Wie nennen sie sich? Pistons. Pistons. Oh, hier kann man craften, 10 Stück. Und ich habe mal klar, manche haben auch gesagt von wegen, ja, du machst ja nicht mehr so viel selber und deswegen ist das auch ein bisschen blöd. Gebe ich ja zu. Und manche haben gesagt, mach bitte die Maschinen vor Folgenbeginn aus und nicht dabei. Damit es halt besser läuft. Oh, Mist. Oh, wollte schon sagen, ich dachte, der wäre jetzt weg. Okay, machen wir mal so. Warum geht das denn nicht so? Ne, warte mal, er muss ja eh da rein. Der muss ja eh dahin. Genau, so, dass er dann hochzieht und runter. Ich guck mal eben, ob dann der Beacon ausgeht. Und zwar brauche ich jetzt hier noch ein Lever. Ein Lever. Da kann man theoretisch machen, dass man dann hier die Beacons abschaltet, wenn man quasi nicht die volle Leistung haben möchte. So, angezogen. Und? Komm, geh aus. Ja, es geht aus. Und es geht an, wetten? Ja, es geht an. Sehr gut. Das wird ein richtig coole, wie nennt sich das? Altar mit Elektrik und einem richtig tollen System hier drunter. So. Weil dann hat man das echt wirklich nur dann, wenn man es halt braucht. Also den höchsten, die höchste Stufe. Obwohl, ich glaube, die höchste Stufe ist hier eh noch nicht an. Weil dafür müsste man, glaube ich, noch ein Ritual machen. So, pass auf. Oder warte mal, das war, glaube ich, die vorletzte Stufe, ne? Die letzte Stufe ist dann, glaube ich, wiederum... Genau, das mit den Beacons ist die vorletzte Stufe und die letzte Stufe ist dann, wenn man hier noch die irgendwelche anderen Blöcke drauf tut. Keine Ahnung! Genau, Blut muss da vernünftig reingeführt werden und der Spawner innen drin muss natürlich auch noch an- und ausschaltbar gemacht werden. Hier sind die Blutmaschinen. Ich mache jetzt erstmal alle weg. Alle weg! Das wird so cool hier. Nein, oh... Ich glaube, ich muss hier nochmal... Oh nein, nein, nein. Da habe ich gar keine Lust drauf. Da muss halt echt wieder alle Kabel und so, alle Leitungen wieder fertig machen. Waren aber dann doch eigentlich zu viele, ne? Wenn man überlegt, weil zwar viel... Also ist zwar viel Blut, aber viel zu viel. So was da zumindest rauskommt. Zumindest aus den Dingern hier. Und dass das viel Strom hat, ist ja eigentlich egal, weil wir haben ja... Also wenn wir eins haben, das ist das Strom, glaube ich. So, Blut wird da mit Tesserax reingeführt. Den könnten wir eventuell schon mal holen. Oh ja, Tesserax. Tesserakte. Oh. Warte. Kann ich den eigentlich... Ne, kann ich nicht, oder? Ich kann nicht den Tesserax direkt da drüber bauen. Oder? Ich weiß es nicht. Super Luminar Fluidukt. Gibt's hier noch einen anderen Fluidukt? Ne, nur die. Okay, warte. Ach genau, Resonant Servo, der muss da mit dran. Okay, warte mal, ich hole mal eben ein Tesserakt und nenne den Blut. Da haben wir sogar richtig viele. Ich glaube, die werden auch mittlerweile automatisch hergestellt. Danke nochmal an Tobias. Der hat da richtig plant worden, ich nicht. Nein, Quatsch. Den wollte ich eigentlich auch noch dazu holen, also mir mal so ein bisschen da hinten erklärt. Ob das noch was wird? Ich hoffe. Hallo. So, Tesserakt dran. Ach ja, jetzt fällt mir wieder was ein. Jetzt kommt es. Und zwar, ich war ja mit ein paar Jungs bei einem Event. Aber ich muss eben den Tesseract hier machen, sonst verchecke ich das. Blut. 666. Boah, der war lustig. So, plus. Haben wir jetzt Blut hier unten? Blut haben wir da unten. Und da wäre jetzt im Grunde nur Fluid Mode Receive und der Rest ist egal. So. Und wenn wir schon mal dabei sind, packen wir die Servo da rein. Okay, theoretisch müsste jetzt, wenn da Blut drin wäre, das Zeug rausgepumpt werden.
Okay. Lassen wir mal offen, müssen wir eh noch testen. Hier unten die ganze Zeit Monster sind spawnen. Nein, geh weg! Also man kann dann theoretisch mit den Monstern quasi Blut herstellen, was ein bisschen länger braucht, jetzt gerade bei der Größe da unten. Oder man macht halt das mit den Maschinen hier, die jetzt natürlich hier noch in so einem kleinen Mini-Häuschen reinkommen. Ja, Mini-Häuschen ist gut, weil so viel passt jetzt hier auch nicht mehr hin. Okay, warte mal, wir bauen erstmal die Dinge ab. Genau, der Venicraft und ich und Dr. Banks und wer war da noch? Vive. Also Kinder, Geld ist Geld und noch ein paar andere. Die hatten halt so die Idee, dass man eventuell wieder ein Modpack spielt. Natürlich jetzt nicht wieder so einfach so von wegen, fangen wir mal wieder ganz normal an, sondern irgendwie was Cooles, vielleicht auch mit Lucky Blocks oder so, also hatte ich jetzt so die Idee. Und dann so ein kleines Gruppenprojekt wieder macht. Wie gesagt, ich habe voll Spaß an Modpacks, nur momentan merke ich langsam, dass man dem hier überdrüssig wird. Also nicht jetzt allen Sachen, sondern dass man nicht mehr so viel Spaß... Also habe ich ja letzte Folge erklärt. Guckt euch die letzte Folge an. Spaß ist ja noch da, sonst würde ich das gar nicht mehr machen. Und viele haben ja auch gesagt, wenn du keinen Spaß hast, dann hör bitte auf. Und andere haben auch gesagt, es ist schön, dass du uns informierst. Manche beenden einfach die Projekte und sagen gar nichts mehr. Gibt es auch die Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah ja, genau, da unten ist der Spawner ja aktiv, aber da ist noch nichts drin, fällt mir ein, ne? Achso, das ist ja so ein Ender-Ding gespawnt. Wollte schon sagen, was ist das für ein Geräusch? Da ist doch kein Skelett. Und da wäre natürlich schön, wenn man da irgendwo, wie soll man sagen, ein Modpack hat, was vielleicht nicht oder vielleicht gewisse Unterschiede hat zu anderen Modpacks. So, jetzt haben wir es. Der war einfach. Und wenn ihr Ideen habt, einfach mal in die Videobeschreibung. Wäre auf jeden Fall cool. So, warte mal, wir brauchen Redstone. Redstone Port. Da haben wir sie. Insulated Redstone. Und wir brauchen noch... Ne, ist glaube ich alles, ne? Ich hätte jetzt gerne den Spawner da angeschlossen. Aber wenn ich mal genau überlege, das sieht total scheiße hier aus, ne? Auch wenn ich es nachher nicht sehen sollte, ich weiß, dass es scheiße aussieht. So. Jo, bester Knopf. Das ist echt ein super geiles Gerät jetzt. So. Guck mal, der Grasblock da drunter. Der bleibt. So. Kein Problem. So, dann haben wir... Ne, warte mal, der kann gar nicht bleiben. Da drunter muss ich ja eh entlang. Ich muss ja dann das Kabel rausführen. In welche Richtung? Na, wo sind wir denn hier? Dahin, okay. Dahin. Oh, perfekt. Ja, perfekt gemacht. So, dann gehen wir mal hier rüber. Vielleicht möchte ich das Ding ja auch abschaltbar machen. Lol. Was ist denn hier los? Dicke Höhle unterm Berg. So, da ist jetzt... Alter, bis dahin geht der Altar. Krass. Hallo. Okay, dann machen wir erstmal das Kabel darüber. Und dann brauche ich natürlich auch noch gleich ein paar Fassaden zum Verstecken von dem Zeug. Brauche ich den... Die Jetta Wrench. Pack da mal oben einen drauf. Ja. Also ich finde gerade solche Sachen so... Magie meets Technik finde ich eigentlich richtig gut. Und wer sagt so, ja, Blood Magic ist aber blöd, der kann ja beruhigt sein, man macht ja hier noch andere Sachen. Also man macht ja auch noch hier Ender.io und, und deswegen das passt. Ich mach dann jetzt erstmal, kann ich eigentlich nur anmachen, ne? Genau, Zeit haben wir noch. Hallo Kabel, also das bleibt nicht da, ist jetzt nur provisorisch. Dafür brauchen wir jetzt noch ein paar Conduit-Fassaden. Nein, die habe ich natürlich nicht, ne? Oh Mann, oh. Obwohl Mossy... Ne, Mossy Cobblestone ist ja nur schade. Der passt nicht. Doch, unter dem Spawner kann man den auch mal ankommen. Passt schon. Unterm Spawner sehen wir jetzt eh nicht so viel. Da können wir mal ein Auge zudrücken. So... Das sieht sogar ganz gut aus da drunter. Absicht. So, und dann kann jetzt hier der Schalter dran. Das Knöpfchen. Und normalerweise, wenn ich jetzt hier reingucke, sollte der... Ja, genau, ist angeschlossen.
Gut, und jetzt hauen wir den mal richtig raus, weil es gibt jetzt mehrere Stufen von dem Spawner, habe ich ja schon ganz oft erklärt. Und die hauen wir mal raus. Ich glaube, das ist jetzt die einfachste Stufe. Wird jetzt so krass. Warte, die machen wir direkt mal aus. Das spawnen, glaube ich, dann alle paar Sekunden 5 Monster oder so. Oder noch mehr. Also echt krass. So, wir gucken mal ganz kurz drauf. Mach mal eben, doch, ist unten. Unten rechts steht es sogar. Ich mach's mal ganz unten rechts hin. Kann man ja, glaube ich, erkennen, ne? Das ist jetzt ein Wither-Skeleton-Spawner. Player werden gebraucht, damit er angeht. Ich habe jetzt natürlich ausgemacht, deswegen leuchtet nichts. Spawn Requirements, False und Tier 1. Und jetzt kann ich gucken. Netherstar, Notch Apple, Refund Core und Awakening Core. Also fangen wir mal an mit Netherstar. So, jetzt braucht kein Spieler mehr in der Gegend sein, damit da Leute spawnen. Jetzt ignoriert er, ob hell oder dunkel ist. Jetzt spawnen er richtig viele. Und jetzt spawnen er noch mehr viele. So. Das machen wir ganz kurz an. Gucken, ob das... Schauen wir mal. Haltet euch bereit. Holy. Sekunde. Ist relativ häufig. Oh mein Gott. Aber die gehen auch kaputt, ne? Kann das sein? Ja. Aber echt krass, wie viele dann das spawnen. Aber eigentlich müsste ich noch irgendwie einen Item-Sauger dahin machen. Das Vakuum-Chest mit einem Mülleimer drunter oder so. Das würde sich lohnen. Aber auf jeden Fall ist so die Blutproduktion natürlich kostengünstiger, als wenn man jetzt, sag ich mal, dieses Stromgedöns da baut. Aber dieses Stromgedöns finde ich auch relativ wichtig, gerade in so einem Projekt. So. Oh lol, da war noch ein Skelett. Das holen wir uns gleich. So. Da muss ich beeilen, bevor diese Wiese zur Erde wird. Nein. So. Nein. Da. Schnell. Wie man hier untere Ecke, unten durchgucken will, so. So, da haben wir jetzt schon mal ein einigermaßen schöner aussehendes Gerät. Dann müssen wir noch die anderen Sachen anschließen. Oh. Aber wo war denn jetzt das Skelett? Ist hier runtergefallen irgendwo, ne? Okay, ist weg. Egal. Na, zumindest füllt sich dieser Orb. Warte, ich mach nochmal eine Runde Skelette. Eine Runde Skelette, bitte. Oh. Was ist denn da los? Okay, mach nochmal wieder aus. Dann sollte da oben immer mehr Blut reinkommen. Wenn die jetzt mal kaputt gehen sollten. Und jetzt kann man natürlich noch ein paar andere Runen machen, damit man aus den Opferungen unterm Tempel viel mehr Zeug kriegt. Aber das lassen wir mal. Okay, der eine ist jetzt eh tot. Und aufgesaugt. Oh, der Orb ist voll. Lol. Aber gut, ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare. Jetzt kommt es. Welches Modpack für eine Gruppe von Spielern interessant sein sollte. Und vielleicht noch ein paar Ideen, wie man das Projekt gestalten könnte. Vielleicht sind da ja Sachen bei, an die wir quasi gerade nicht denken. Und ansonsten bis zum nächsten Part von Rise. Und nicht vergessen, morgens Craft Attack. Tschüss.